Hallo liebe Campingfreunde. Und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir wollten dieses Video als ein kleines Verabschiedungs- und Dankeschön-Video raushauen. An den Betreiber, an den Putzfeen, an alle Mitarbeiter. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben die Zeit megamäßig genossen. Aber es heißt ja auch so, dass es jetzt wieder Zeit ist, Goodbye zu sagen. Es ist das Ende. Ja. So ein bisschen traurig. Aber wir hatten eine mega interessante Begegnung hier das erste Mal auf diesem Campingplatz, was uns passiert ist, ey, hammermäßig. Ja. Man kann auch wirklich sagen, stolz. Aber wir hätten das nicht gedacht. Uns sind zwei, ein Pärchen, also uns sind zwei. Also sie sind erstmal an uns vorbeigefahren. Genau. Na, haben wir uns nicht dabei was gedacht. Ja? Und dann sind die uns entgegengekommen. Ja, aber richtig direkt entgegengekommen. Und ich dachte so, hast du irgendwas gemacht? Und wir dachten erstmal, die wollen uns was fragen, irgendwie nach dem Weg oder so. Dann meinen sie, das seid ihr, wir haben euch erkannt. Ihr seid vom Nordic by Travel. Ja. Und dann dachte ich nur innerlich, ach, da ist das peinlich. Ja. Aber irgendwie auch geil. Ja, weil sie sich Videos angeguckt haben, gerade von Ciro. Genau. Campingplatz Ciro. Ja. Und da fahren die auch hin. Genau, wir nächste wissen Woche. Wir wissen jetzt nicht eure Namen, also falls ihr das Video seht, schreibt es in die Kommentare. Hi, das seid ihr. Wow. Ja, wir hatten kein Handy dabei. Das nee, wir hatten nur zum Foto, gemacht oder so, aber wir hatten echt kein Handy, gar nichts. Aber es war voll witzig, weil man sich dann so innerlich so denkt, ach scheiße, ey, dann mache ich doch heute Abend doch lieber nochmal die Fenster lieber zu, falls dann doch irgendwelche Leute noch ankommen. Aber auch an alle, ihr könnt gerne uns ansprechen. Also wir blockieren hier niemanden oder so. Wir sind auch so, wie man hier im Video sieht, sind wir auch so bekloppterweise auch live. Ja, also das wir nehmen auch Tipps an oder so. Können auch austauschen. Genau. Also wir sind da irgendwie voll locker und leicht flockig. Ja. Aber genau, nochmal zurück zum eigentlichen Video. Ja. Wir wollten nämlich sagen, dass es uns megamäßig hier gefallen hat. Richtig toll. Also nicht die Nacht. War ein bisschen skurril. Wir haben herausgefunden, dass ist jetzt gerade Froschsaison der Paarungszeit. Und wir sind ja jetzt bis hier Ende Mai. Direkt am Wasser. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Konzert abends war. Ja. Der erste Tag, ich habe nichts gehört. Ich habe geschlafen wie ein Stein. David meinte nur, er ist ein paar Mal in der Nacht wach geworden, weil er die Kröten gehört hat. Ja. Aber warte, jetzt kommt das Video. Huckleberry Finn und seine Freunde. Laut. Ja, das war Huckleberry Finn und seine Freunde, ne? Gewöhnungsbedürftig. Aber es hat uns jetzt nicht gestört oder so. Also, ne? Also, es ist jetzt, wie gesagt, manche mögen es nicht oder sowas. Ja. Stört uns überhaupt nicht. Vor allen Dingen, es ist ja auch Naturcamping, muss man dazu sagen. Das gehört dazu. Genau. Es gehört dazu. Aber wenn ihr es nicht hören wollt oder so, dann müsst ihr euch einfach einen Platz weiter weg vom Wasser suchen. Also vom Teich jetzt. Da gibt es ja halt megamäßig Auswahl und dann habt ihr auch Stille in der Nacht. Ja, alles war. Aber ansonsten war es richtig schön, wir haben die Zeit hier megamäßig genossen. Auf euch, es ist nicht negativ hier. Nein. Ganz wichtig, nichts. Also ich wiederhole immer gerne so, Campingplätze sind alle wunderbar. Also es gibt immer Plusse und Minusse und einige Sachen kann man dann sagen, ja, mir hat aber das hier nicht gefallen oder es war dies oder das. Wir haben gar kein Recht dazu, das irgendwie zu sagen, weil ich finde, jeder Campingplatz hat für sich so eine Idylle und so eine Perle und er schaltet das nach deren Meinung, wie die das gerne haben wollen. Und wenn es dann halt einfach dir nicht gepasst hat oder so, ja, dann ciao, hasta la vista. Ne? Da kommst du halt nicht nochmal her. Genau. Also deswegen werdet ihr von unseren Videos niemals irgendwelche Kritiken erfahren oder hören, wo wir sagen, das hat uns nicht gefallen, dieses hat uns nicht gefallen, weil, Leute, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Also ich bin ja der Kameramann, also ich werde jetzt nicht irgendwo den Fußboden irgendwie von da irgendwie filmen oder so. Da Staubflusen, ist irgendwas da die Tür Boden. War defekt oder irgendwas an der Decke hat gefehlt oder so, Wayne interessiert's. Du gehst einmal duschen, du gehst mal vielleicht groß machen oder so, dann gehst du auch wieder in deinen Campingplatz rein. Also, genau. Ne, wir wollen ja alle mal ein bisschen Menschen. Wir sollen hier relaxen. Ja. Und das haben wir das auf jeden Fall. Das ist es. Ja. Das haben wir auf jeden Fall auf jedem Campingplatz. Wir haben relaxed haben wir auf jedem Campingplatz bisher. Also jeder Campingplatz war megamäßig cool. War auch dieser. So. Vielen Dank nochmal. Genau. Wir bedanken uns.
Großes Like. Gerne. Von uns. An unsere Abonnenten. Macht vielen, ruhig vielen weiter Dank. So. Und, ja. Gute Heimfahrt auch von allen, ne? Genau, wenn ihr Bock habt, schreibt einfach unter das Video euren Kommentar. Wir antworten. Nordic by Travel. Tschüss. Ciao.